Ich habe nichts verbrochen, ich habe Masken auf. Ich habe Masken auf. Ich habe niemanden was dran. Ich war nicht in einem Bus da. Und die dokumentieren sich einfach. Keine Maschinen. Wie gesagt, ich habe mit euch überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Ich weiß, ihr macht es einen Job, ein guter Bekannter von mir ist auch Polizist. Ich weiß, dass ich von einem Job habe. Ich weiß es. Ich weiß, und ihr dacht mir so laut, dass ihr heute einen Job machen müsst. Ihr dacht mir so laut, weil ich habe Mitgefühl mit euch. Weil ihr macht ja auch nur einen Job. Und ihr habt es das nicht verdient, dass man das und ihr tut es mir so leid, dass ihr gerade das so durchführen müsst, wie ihr das durchführt. Und das habt ihr nicht verdient, das haben wir nicht verdient. Keiner hat es verdient. Bitte. Und ich habe überhaupt kein Problem mit einem Aufnehmen. Und du kannst mir wirklich sagen, dass mir passiert ein Scheißjob ist. Ich habe den schissensten Job momentan. Bitte? Nein, das habt ihr nicht ausgesucht. Ich habe euch einen Polizeijob ausgesucht, was ich für die Leute da sein. Und ich würde gegen die Leute arbeiten. Das müsst und das kennst du nicht aus. Das tut mir wirklich leid. Was? Die Situation für euch ist das am schlimmsten, für euch ist das am schlimmsten. Wir respektieren das Maßwerk. Ich bin selber selbstständig, ein Geschäftsführer unter der Strafstufe. Ich habe solche Umsatz einbußen und ich bin am Überlegen, ob ich nicht zusperre. Und ich bin am Existenzminimum, wirklich. Ich kann, wenn jetzt nicht wieder aufsperren wird, dann muss ich zusperren. Dann habe ich Schulden von 150.000 Euro, kann ich zusperren. Und es kennt nichts dafür, aber es hat die, was das durchsetzen. Und deswegen bin ich heute hergekommen, weil ich gesagt habe, man muss aufstehen. Es tut mir echt leid. Und ich bin nicht irgendwie angesoffen und motze euch an oder so, weil da tue ich ja nicht. Bitte? Und ich brauche euch ja gar nicht anmachen. Wie gesagt, ich habe Respekt vor euch. Ich habe Respekt vor euch und vor euch am Job. Ihr macht das gut, was ihr macht. Aber ihr macht das Falsche. Und ihr sollt euch, wenn ich das sagen darf, kommt zu mir selber durch. Ja, dann kannst du aber gehen, wenn du nicht festgenommen bist, kannst du gehen. Identitätsfeststellung, Sachverhaltsklärung. Ja, aber ich hab sie Identität festgestellt, hat einen Ausweis hergegeben. Gib mir Masken, Corona-Maßnahmen, was ist los? Wir schauen nicht zum Autoferien. Theoretisch kannst du einfach gehen, oder? Wieso? Ja, aber praktisch nicht. Aber praktisch nicht, ganz genau, aber praktisch nicht. Theoretisch kann er gehen, aber praktisch nicht. Gegen jede Rechtslage. Was wollen Sie jetzt von mir? Halten Sie gefälligst einen Abstand von mir, Alter. Geh weg von mir, Alter. Ich brauch da auch nichts anschaffen, Alter. Ja, kannst du? Geh weg von mir.
Ich hab sie nicht beleidigt, ich hab sie nicht beleidigt. Bewahrt die Ruhe, es hat echt keinen Sinn. Wer hat mich gesagt? Kann er eh? Aber wir brauchen es nicht auffangen. Tschüss! Ja, ich gehe mit euch. Beruhigt euch wieder. Ich habe eine Maske auf, ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ich bin nicht festgenommen, ich kann eigentlich gehen. Was? Was ist das? Was ist das? Nein, ich kann gehen. Sofa-Holzkehren. Ist das ein Scherz oder was? Was für einen Grund haben Sie die Herrschaft jetzt eigentlich festgenommen? Ich habe keine Maske auf, das ist ein Witz. Ja, das glaube ich auch. Sie können gerne mitgehen, ich gehe und Sie können gerne... keine Maske auf. Ich habe eine Maske auf. Da nicht, da drin. Ja, aber jetzt habe ich eine auf und Sie können gerne mitgehen. Sie können gerne mitgehen. Ich gehe jetzt. Schrei mit einer nicht, sonst hast du nur weniger Leiberl. Oh, sie schubsen mich. Kleinbett da. Ja, das ist ja gut, dass sie einen Schritt zurückgehen, bitte. Nur ein bisschen lassen. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Bewahr die Ruhe, sonst hast du weniger Leiberl. Das hat keinen Sinn. Ich darf nicht gehen, ich bin umkesselt, ich darf nicht gehen. Ich bin in meiner Freiheit geraubt. Ich habe euch gesagt, was ich von euch halte. Ich respektiere euch. Sie kriegen die Dienstnummer vom Einsatzkommandanten. Nein, nicht vom Einsatzkommandanten. Von Ihnen. Na, jeder, der was er behandelt, hat er das Recht, die Dienstnummer zu erfahren. Sicherheits- und Ordnungsdienst kriegt das vom Gruppenkommandanten, die kriegt er da nicht, kein Problem nicht. Nein, ich will nicht von Ihnen lassen. Ich will nicht vom Einsatzkommandanten haben, ich will es von Ihnen haben. Krieg ich nicht. Danke, super, wunderbar. Ja, Sie sind super drauf, wirklich. Ja, das ist eine gute Frage. Die Kollegen müssen diesen abklären mit ihm und dann zu der sein so. Was ist? Verwaltungsübertretung begangen und dies wird abgeklärt, nicht mehr und nicht weniger. Was reicht da eigentlich nicht aus, dass man Ausweis Herz sagt? Was muss man dann nachträglich nochmal weiter überprüfen? Wir haben nur angeboten, dass so ein Ort aber Organmandat bezahlen können. Dann ist es erledigt. Ansonsten wird die Anzeige erstattet. Ja. Das ist, dürfen Sie für sich oder das wird da vorne abgehört, so muss ich sagen. Ja, das ist ja gar nicht weniger. Meine Meinung zu äußern. Und wo habe ich bitte gestört? Wo? Ja, dann bringen wir ein bisschen Geld von der Demo. Ja. Und sag mal, wo ich gestört habe. Bitte. Ja. Wo habe ich gestört? Wirklich? Ja, ich bin hinaus in die Rechtsschutzversicherung. Ich bin für euch alle. Naja, wenn das Geschäft beim Abhausen ist, ist ein Anwalt auch teuer. Sie als Person kann schon dabei. Weil bei Sie sind verhalten. Das schaffe ich alles ohne Anwalt im Grunde. Da brauche ich nicht einmal einen Anwalt dazu. Aber können wir ja nicht so machen. Sowas von rechts. Können wir ja nicht. Meine Frage hätte ich auch, wenn der Verfassungsgericht, ob das jetzt schon zum dritten Mal als gesetzeswidrig erachtet hat. Ja, die ganzen Covid-Verordnungen, sämtliche, schon zum dritten Mal. Wann tritt die Polizei dann einmal in Kraft, um auch diese Verhandlungen zu ahnden, zu achten, was der Verfassungsgerichtshof beschlossen hat? Wenn die das zum dritten Mal, was der Verfassungsgerichtshof da, dass der letzte Instanz eine Entscheidung hat. Der hat das jetzt zum dritten Mal. Das ja, also die muss es noch viermal, fünfmal kippen? Ich weiß nicht. So, 347 Verordnungen sind durchgeschlafen. Jede einzelne überprüft. 342 sind durchgegangen, 5 sind gekippt worden. Und jeder Einspruch erhoben wird stattgegeben von Richter, was ihr da bestraft. Das muss euch auch klar sein. Ich weiß von allen. Jeder, der was Einspruch erhebt, kriegt von Richter stattgegeben, weil er sie an den Gesetzen des Verfassungsgerichtshofs haltet, der Richter, der den Einspruch dann behandelt. Ja. Da muss euch auch klar sein, dass ein Haufen Steuergelder draufgehen für die Anzeigen von euch. Und wie soll das ändern, oder? Ja, ist das gesetzeswidrige Sachen anden? Das ist gesetzeswidrig. Nein. Ob das dann drei Monate später gekippt wird oder nicht, das habe ich nicht zum Entscheiden. Das sind ja schon Präzedenzfälle jetzt zum dritten Mal. Für die Demonstrationen. Das sind im Grunde schon dreimal jetzt ein Präzedenzfall. Was ist denn jetzt irgendwas anderes? Geht es um Ordnungsstörung? Weil Sie nicht wissen, dass es ja Ordnungsstörung ist auch nicht, weil es eben auch das gesetzeswidrig war. Versammlungen
Wenn Sie jemanden während einer Versammlung aufführt. Ja, wo führen Sie ihn auf? Warum sind die aufgeführt? Außer, ihr habt das rausgefischt, weil er keine Masken Nein. angeblich getragen hat, Nein. oder? Ich habe ja eine Maske aufgesetzt. Wegen was dann? Wegen was haben Sie es dann rausgeholt? Das ist ein Aufführen. Ja, inwiefern? Bei der Demo sind sie aufgeführt, dass die Hüften so aufgeführt. Mir sind es nicht unangenehm aufgefallen. Ja, es ist recht gut, dass wir morgen aufführen. Deshalb sind sie aufgehalten worden. Dass er dann keine Maske getragen hat, ja. Das ist halt ein weiteres. Sie sind der Beamte. Was, bitte? Ganz kurz zum Bussi. Ja, sehr gern. Ah, darf ich mich aber nicht bewegen? Ja, super. Ja. Bewegen. Bleib höflich. Felix! Nein, zumindest könnte man das auch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Schon, ich verstehe nicht, wo das Problem genau liegt. Ja. Kein Ausweis mehr, oder? Na doch. Was? Im Grunde ist da schon ein bisschen eine Verzögerung auch taktisch involviert. Ja. Das wissen wir nicht. Ja, das sehen das ja gut aus. Haben wir sie selber gesehen, dass der eingehört hat. Ich bin nicht alkoholisch. Ja, ich glaube. Beim besten Willen nicht. Also zwei Runden machen die halt nicht, wie es ausschaut. Ja, ja, was man dachte, Kratzen. Auf der Flucht, glaube ich eher. Sind alle auf der Flucht. Schaut so aus. Denkt mal drüber nach. Geht doch mal. So, währenddessen da so lange verhandelt wurde oder geamtshandelt wurde, geht es da hinten schon wieder weiter. So, ihr beiden wurdet jetzt fertig geamtshandelt. Geamtshandelt, ja. Gott sei Dank. Was war jetzt der Grund genau? Habt ihr das jetzt feststellen können? Warum? Der Grund war offenbar, dass wir einfach an dieser Versammlung teilgenommen haben, offiziell. Die abgesagt worden ist, diese Versammlung, die ist ja von der Polizei nicht genehmigt worden. Wir haben teilgenommen, wir sind mitspaziert, wir haben einen Spaziergang gemacht, der nicht genehmigt wurde von der Behörde. Und das war der Grund, dass ich da jetzt zur Seite gezogen wurde und dass ich da jetzt, nicht nur ihr, viele andere Geldstrafen kriegen. Geldstrafen. Das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Wir dürfen uns nicht versammeln, das ist ein Blödsinn, Versammlungsrecht ist ein Blödsinn, wir dürfen nicht, weil wir werden von der Polizei aufgehalten, wir dürfen uns nicht entfernen, wir werden festgehalten. Wir leben in einer völligen Diktatur. Es ist eine absolute Diktatur und wir dürfen uns nicht frei bewegen. Und jeder, der was anderes sagt, ist meiner Meinung nach ein Leugner und nicht ich. Die schlafen ja sozusagen. Ja, die schlafen. In der Regierung wird gehandelt. Es wird gehandelt. Das ist, will ich gar nicht leugnen. In der Regierung wird gehandelt. Es wird gehandelt, aber in die falsche Richtung. Es fahren Polizeibusse durch die Gegend. Man darf sich nicht frei bewegen. Ich als Mensch gehe auf die Straßen, sag Hallo, es läuft was falsch. Ich will mich frei bewegen dürfen. Ich will mich frei bewegen dürfen, aber ich darf es nicht. Und es ist zum Rehren. Man kann zumindest haben wir den Anschluss nicht verpasst, schau. Und ich hoffe, die Leute haben auf euch gewartet. Gott sei Dank. Sonst nimmt man zusammenhalt. Ich hoffe, dass mehr Leute auf die Straßen gehen. Ich hoffe, dass jeden Sonntag mehr werden. Und dass nicht die Leute da stehen, die Augen zumachen und sagen, ja, darf ich halt nicht aussehen, ist halt so. Weil wenn es so weitergeht, dann haben wir irgendwann einmal ein ordentliches Problem. Ja, sollte es zu einer Festnahme, auch Anzeige kommen,
nicht zahlen, einfach Einspruch erheben. Kein Richter würde da zu euren Ungunsten handeln. Jeder Einspruch wird stattgegeben. Absolut. In jeder Einspruch weil alles stattgegeben. Verfassungswidrig ist. Es ist alles verfassungswidrig. Wir in Österreich, es gibt, wir leben ja nicht in einem dritten Weltland. Wir leben in Österreich. Wir haben ein Verfassungsrecht. Und das haben wir. Und das darf man uns nicht nehmen. Das darf uns niemand nehmen. Und das passiert aber gerade. Und genau deswegen sollten wir auf die Straßen gehen, weil unser Verfassungsrecht wird uns genommen. Genau deswegen sollten wir einfach hergehen und sagen, hallo, so geht es nicht. Man sollte auf die Straßen gehen. Man sollte solidarisch sein. Man sollte friedlich bleiben. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Mir hat die Polizei gesagt, dass sie auffällig war. Ich hat es mir nicht auffällig vorgefallen. Ja. Wir waren friedlich. Ja, richtig. Ich habe sie da rumgegrölt. Das war jetzt ganz normal. Ja klar, man kann mal irgendwo was trinken, aber trotzdem. Das ist auch unser Recht. Das ist auch unser Recht. Richtig. Wir waren friedlich. Das ist unverhältnismäßig und. Und uns geht es um unser Recht. Und das ist alles, was zählt. Dass wir unser Recht durchsetzen. Das Einzige, was die Polizei uns entgegengeworfen hat, ist, dass wir auffällig waren. Wir waren anscheinend auffällig. Wir haben gegrölt. Wir haben herumgeschrien. Das stimmt absolut nicht. Wir waren friedlich. Wir wollten für unser Recht demonstrieren. Und wir stehen für unsere Freiheit. Und unsere Freiheit besorgt. Du kannst auf die Straße gehen und deine Meinung äußern. Aber wenn die Polizei kommt, so wie hier. Die Polizei steht hier mit Kameras und filmt uns. Alter, was soll das? Dann ist das nicht mehr Meinungsfreiheit. Wir stehen hier, wir äußern unsere Meinung. Wir stehen für Meinungsfreiheit. Und das ist unser Ziel. Wir wollen keine Diktatur. Wir wollen einfach uns als Bürger dieses Landes etablieren. Und wir wollen einfach friedlich demonstrieren, dass wir auch für alle gemeinsam ein neues Land schaffen. Ein bisschen rüber. Ja, dann noch weiterhin viel Spaß auf den schönen Spaziergang. Ja, was soll man dazu sagen? So eine Lebenssituation, die kann man nur noch betrunken aushalten. Ansonsten springt man aus dem Fenster. Ich habe zuerst eben mitgekriegt, wie es vorne noch geamtshandelt wurden, dass da eine selbstständig ist, in Konkurs geht mit 140.000 Euro Schulden. Wie soll man sowas überhaupt verkraften? Wie soll man da ruhig schlafen können? Das kann man nur noch mit Saufen kompensieren. Das wird kein Aufruf sein, aber weil es jetzt Leute lustig machen, dass der eine stark betrunken war, der zweite nicht. Geht's erst einmal in den Schuhen des anderen, dann könnt ihr urteilen. Aber schauen wir zurück zum Spaziergang.